Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan bei TV Total. Wow, was war das für eine Woche. Erstmal recht herzlichen Dank an alle Zuschauer, die mich unterstützt haben, auch an alle, die mich nicht unterstützt haben und an alle, die mich vielleicht gerne unterstützt hätten, aber nicht konnten, weil sie zu doof waren, die Nummer zu wählen. Vielen Dank. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin eigentlich nur aus Spaß dahin gegangen erstmal, aber dann am Tag der Veranstaltung, da habe ich wirklich, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ein Journalist hat nachgezählt, ich bin zwischen der Generalprobe und dem Auftritt in Bremen original, das waren 2 Stunden, 9-mal auf Toilette gewesen. Aber ich kann Ihnen sagen, ich war nicht zum Pinkeln da. Nein, war nur ein Scherz. Ich verspreche Ihnen, ich werde alles geben in Schweden und wir werden da so loslegen, dass die Geschichte des Knäckebrotes neu geschrieben werden muss. Ich habe auch schon die schwedische Version, Vasa hade dulle da. Und das war natürlich auch das Thema der Presse, der Grand Prix. Ich lese, als ich am Sonntagmorgen aus dem Koma erwacht bin, lese ich folgende Zeile in der Sonntagszeitung. TV-Skandal beim Grand Prix. Und ich war froh, ich war's nicht. Ja? Überschrift da oben, sieht man es noch. Wer hat diese Irren ins Fernsehen gelassen? Ja, die Rede ist von Knorkator. Wer diese Irren ins Fernsehen gelassen hat, meine Damen und Herren, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen aber verraten, wer sie zum zweiten Mal ins Fernsehen lässt. Nämlich heute Abend. Nämlich heute Abend am Ende der Sendung bei uns. Alle Fragen werden beantwortet zu diesem Riesenskandal, ja, von Knorkator hier bei uns in der Sendung. Dann sehen Sie noch bei uns die Weltpremiere des Videos von Wada Hade Dude da. Und ich verspreche Ihnen, meine Damen und Herren, nicht zu viel, wenn ich Ihnen sage, Sie werden sich vor Freude in die Hose machen. Wir haben es schon getan. Und dann haben Sie, viele von Ihnen haben wahrscheinlich den Grand Prix verfolgt. Da sind so großartige Künstler aufgetreten wie zum Beispiel Fancy, der Disco-King der 80er Jahre. Fancy hatte ja damals so große Hits wie, die 3 großen Hits von Fancy waren Lady of Ice, Slice Me Nice und Chinese Ice. Kein Witz. Ja, das waren die 3 Riesenhits. Dann einer, der ist ein bisschen in die Hose gegangen, der hieß, was ein Scheiß. Ja. Und dann noch dabei der junge Schlagersänger, der einzige wirkliche Exot, der hat wirklich Schlager gesungen, Marcel. Adios. Und dann mussten alle Künstler zum Schluss ja dieses Lied von ABBA singen. Und wir haben den Text alle kurz vorher bekommen. Ich habe ihn mir auswendig gelernt. Und Marcel war nicht ganz sicher, ob er ihn behalten kann. Und deswegen hat er ihn irgendwo versteckt. Ja, nun muss man dann vorsichtig sein, wie man seine Performance dann auf der Bühne zum Ausdruck bringt. Schauen Sie sich bitte an, ob Sie entdecken, wo Marcel den Text zu diesem Lied versteckt hat. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone needs da. Jetzt wissen Sie, tja, deshalb hat es in der Schule auch noch nicht mal zum Hauptschulabschluss gereicht. Immer schön mit der Klassenarbeit reingeschrieben dann. Herr Lehrer, ich hätte da noch eine Frage. Ja, und dann habe ich noch, ich habe Ihnen was mitgebracht, habe ich entdeckt in einer Zeitschrift. Ich muss da ein bisschen ausholen. Und zwar gibt es in Deutschland eine Zeitschrift, die heißt Der Titelschutzanzeiger. In dieser Zeitschrift lassen sich also Leute
Titel, Namen und sonstige Sachen schützen, weil sie nicht wollen, dass vielleicht andere auch auf die Idee kommen. Und ich habe da was gelesen. Hier steht, unter Hinweis auf Paragraf 515 Markengesetz nehme ich für mich Titelschutz in Anspruch für der Menschenflüsterer. Jetzt fragen Sie sich, wer lässt sich den Titel der Menschenflüsterer schützen? Schauen Sie bitte hier. Hier unten steht's. Jürgen Fliege. Der Jürgen Fliege lässt sich den Titel der Menschenflüsterer schützen. Heißt das jetzt für seine Zuschauer, dass alle das Hörgerät auf volle Pulle drehen müssen? Was hat er vor? Ein Film? Ein Buch? Eine Daily Soap? Ich weiß es nicht. Ja? Eigentlich wollte er sich ja erst den Titel der Einschläferer schützen lassen. Aber der war schon geschützt von Heiner Bremer. Tja. Und dann habe ich noch was Tolles entdeckt. Sie kennen alle Michael Schanze. Michael Schanze und seine tolle Sendung Kinderquatsch. Und da habe ich was Schönes entdeckt. Schauen Sie sich das mal bitte an. Sag mir mal bitte, was ist denn der Papa vom Beruf? Weißt du das? Gaswasserinstallateur. Wie, Gaswasserinstallateur? Aha. Du spuckst mich an. Ich spuck dich an. Bitte! Da spuckt der Michael Schanze das kleine arme Kind an. Steht wahrscheinlich nächste Woche auch im Titelschutzanzeiger. Michael Schanze lässt sich schützen, der Anspuckerer. Ja, und da haben wir was Tolles gesehen bei Bärbel Schäfer. Schauen Sie mal hier. Das Problem ist, dass Tiere Leute, die eine Abneigung gegen sie haben, sowieso von vornherein erkennen und Abstand nehmen. Ja, aber Tiere haben keine Abneigung gegen mich. Haben Sie gedacht, er hat ein bisschen genuschelt. Er hat gesagt, Tiere haben keine Abneigung gegen mich. Schauen Sie sich bitte mal an, was dann passiert. Ja, aber Tiere haben keine Abneigung gegen mich. Und ich sehe nicht ein, dass meine Tiere sich in ihrer eigenen Umgebung vor jemandem wie ihm zurückziehen sollten. Ja, haben weil Tiere mehr zu sagen bei dir als du selber, nehme ich an. Ja. Wollen Sie es noch mal kurz sehen? Du selber, nehme ich an. Astreiner Treffer. Jo. Der Katzenflüsterer. Und Sie glauben, das passiert nur bei Menschen? Ja, wir haben es Ihnen eine Weile vorenthalten. Wir haben es vor 2, 3 Wochen entdeckt. Schauen Sie sich bitte das hier von meinem ehrenwerten Kollegen Harald Schmidt an. Hier spricht jemand zu euch, der es gut mit euch meint und der sexuell nichts von euch möchte. Und ihr habt recht. Haben Sie noch nicht genau erkannt? Wir machen es für Sie mal ein bisschen deutlicher. Wir zeigen es Ihnen noch mal. Schauen Sie mal bitte. In Zeitlupe. Fatz! So ein langes... Ui, nein! Nein! Nein, das ist doch nicht... Bei Harald Schmidt ist das doch nicht vorher. Bei Harald Schmidt ist das... Süß. Ja, meine Damen und Herren, willkommen zu unserer ersten Nominierung. Ich habe im WDR eine tolle Sendung, meine persönliche Lieblingssendung im dritten Programm des WDR, Frau TV, gucke ich immer. Ja, da habe ich das hier gesehen. Schauen Sie sich das mal an. Denn das ist die weltweit einzige Kunstpfeiferin. Und da wollte ich mehr wissen, meine Damen und Herren. Und deswegen haben wir sie nominiert für den Rat der Woche. Nominiert für ihre großartigen Pfeifkünste. Jeanette Baronet Lips von Lipstrill. Und die ist heute Abend hier. Herzlich willkommen, Jeanette Baronet Lips von Lipstrill. Ups.
nehmen Sie Platz. Danke. Sie haben sich ja, oh, Sie haben sich für mich extra Ihren schicksten Fummel angezogen. Das ist ein Bordellkleid. Bitte? Ja, weil es hat Puffärmel. Ja, bitte, meine Damen, Sie wissen es ja, das nennt man wirklich Puffärmel. Ja, hat aber nichts mit Bordell zu tun. Grüß dich Gott, mein lieber Ja, Steffen. Hallo. Sie du machst mich so nervös, wenn ich dich sehe. Ich bin schon wieder scheinschwanger. Ja, Sie kommen aus, Sie kommen aus Wien jetzt zu uns gerade? Ja, ja. Und Sie sind die einzige Kunstpfeiferin weltweit, das ist richtig. Nun ja, ich bin wirklich heute auf der Welt die einzige konzertante Kunstpfeiferin. Also ich pfeife auf alles. Verstehe. Wir haben tolle Bilder von Ihnen. Sie haben früher mal im Moulin Rouge gearbeitet, ist das richtig? Ja. Als Tänzerin, da haben wir ein Foto von Ihnen. Wow, schauen Sie mal bitte. Ja. Und nun, ich habe Ballett studiert und Gesang und somit auch mit den ganz großen Stars wie Josephine Baker, Edith Piaf, Frank Sinatra. Frank Sinatra? Ja, und Cassius Clay, der Boxer, weil mich verliebt. Ich auch. Nein. Ich habe dieses Foto, haben wir das mit Cassius Clay? Ja. Da, ist, da sieht man sie. Ja, oben das bin ich. Oben das bin ich und unten. Das, er war ein fescher, junger Kerl. Und der wie, war was, wie, inwiefern war der verliebt in Sie? Na, man sagte es, er hat mich ja mehrmals nachgeflogen. Ich bin dann nach Zypern, musste ich ins Engagement, dann wieder nach Istanbul. Ist er nachgeflogen? Ja, ja, kam dann. Und Frank Sinatra, haben Sie gesagt, ist Frank Sinatra ist mir nicht nachgeflogen, ganz im Gegenteil. Das war im Casino in Monte Carlo. Der war aber er auch ist dort aufgetreten, das glaube ich nicht, denn der war für mich zu klein. Ah, verstehe, verstehe. Und wie sind Sie jetzt aufs Pfeifen gekommen? Das ist passiert beim Schauen der Soraya im Palast in Teheran. Das ist eine beim wahre von Geschichte. Ja. Ja, da war ich engagiert. Er hatte Staatsbesuch gemacht in Deutschland im Hansa-Theater und da haben sie mich gesehen, tanzen und singen. Und dann haben sie gesagt, kommen Sie mal nach Persien. Ja, kommen Sie in den Palast und treten Sie auf bei der Hochzeit seines Bruders. Und da war ich da und da kam ein Hofmarschall und sagt, Janet, you cannot take out your dress, no nude arms, no décolleté. Also ich habe ja eine Luxusbrille. Sie durften nicht nur mehr schön. Was für eine Zeit durfte man da schon Nacktfotos? Was ja, war das hat einen besonderen Grund gehabt, das Nacktfoto. Denn wir haben das immer auf die Koffer, habe ich es draufgelegt, wenn ich in Orient gefahren bin. Und ich bin verliebt in Sie. Wirklich? Ja. Du machst, ich das Bild gesehen habe, meine Du Güte. Machst mir Kummer. Warum haben wir uns früher nicht kennengelernt? Bésame. Bésame mucho. Was? Küss mich nur einmal. Moment, das Lied erst mal. Bésame, bésame mucho. Danke. Wir wollen natürlich auch Ihre Pfeifkünste hören. Ja. Wir wollen Ihre Pfeifkünste hören. Wir haben da vorne ein Mikrofon aufgebaut. Sie sind ja, da Sie aus Wien sind, natürlich wahrscheinlich Walzer-Expertin. Wir haben uns was ausgesucht. Wiener Blut. Oh, von Kennen Johann Sie Wiener Strauss. Blut von Johann Strauss? Also gut, mach mal. Sag mal, war der Have Dude da? Ach, wie nennt man denn das Instrument, bitte schön? Das hier? Ja, wirklich. Klavier. Lassen Sie uns anfangen, lassen Sie uns anfangen. Ich mache ein Vorspiel. Okay, bitte. Also hier. So, es geht los. Machst du immer so ein Vorspiel? Pfeifen. Moment. Ach so.
für Sie ja, das Video, die Videopremiere von Wada Hart und Judith. Dann kommt Patrick Lindner zu uns, natürlich Knorkator und vieles mehr. Eine kleine Love Story der Woche, diese Woche wieder. Alles das sehen Sie bei uns hier nach der Werbung. Bis gleich. Erstmal zur Entspannung, kleiner Showblock für Sie wieder mal. Ich möchte nicht zu viel verraten. Unser Video hat auch ein bisschen was damit zu tun nachher. Nicht wahr? Sie wissen, ProSieben, das ist ja eine große Senderfamilie. Da gehört ja noch Kabel 1 dazu und ARD, glaube ich. Nee. Bei ProSieben arbeiten die besten Reporter der ganzen Welt. Und ich habe was Tolles entdeckt, und zwar letzte Woche bei Kabel 1. Schauen Sie sich erst mal das hier an. In London ist unsere Korrespondentin Mechthild Greten. Mechthild, wie ist der Stand der Dinge im Augenblick? Wie kommen die Behörden denn weiter bei ihren Verhandlungen mit den Flugzeugentführern? Na, das hat ja super geklappt, ja. Aber warten Sie ab, genau 15 Minuten später hat Mechthild Greten eine weitere fantastische Schalte, dieses Mal in die ProSieben-Nachrichten, ja. Schauen Sie sich das mal an. Ja, und den ganzen Tag am Ort der Entführung ist unsere Korrespondentin Mechthild Greten. Mechthild, wie ist der Stand der Dinge? Gibt es denn irgendwelche Anzeichen für ein friedliches Ende? Und wie ist die Verhandlungsstrategie der Behörden? Ich sehe Sie nicht, Mechthild. Hallo? Ja. Ja, hier bin ich. Könnt ihr mich hören? Ja, irgendetwas über die Verhandlungsstrategie der Behörden. Das hat ja super geklappt. Ja, jetzt sagen Sie, hey, zweimal hintereinander eine Panne, das darf passieren. Ja? Am nächsten Tag bei Kabel 1 wieder eine Schaltung zu Mechthild Greten, und schauen Sie mal, ob es dieses Mal geklappt hat. Am Flughafen in Stansted ist meine Kollegin Mechthild Greten. Nach zwei Tagen Nervenkrieg, Mechthild, will die britische Regierung weiterhin bei ihrer bisherigen Verhandlungspolitik denn bleiben? Hallo, Mechthild? Ja, hallo, hallo. Jetzt hören Sie. Ich verstehe alles, ich habe das Programm im Ohr. Meine Frage, ob die britische Regierung jetzt bei ihrer bisherigen Verhandlungspolitik bleiben möchte. Erzählen, erzählen. Ja, okay, ich bin da. Anscheinend ist es mit der Leitung ein bisschen schwierig. Können Sie mich jetzt hören? Tja, wieder nichts. Okay, dreimal, das kann passieren. Aber 15 Minuten später war Mechthild Greten. Mechthild Greten dann wieder bei den ProSieben-Nachrichten zu Gast. Und schauen Sie sich selber an. Am Flughafen in Stansted ist meine Kollegin Mechthild Greten. Mechthild, keine Stürmung, Mechthild. Stattdessen setzen die Behörden auf Abwarten. Mechthild, können Sie mich hören? Mechthild? Hallo? Mechthild Greten in Stansted. Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören. Gut. Also keine Stürmung, Mechthild. Das scheint ja die Strategie der Polizei zu sein. Tja, Mechthild Greten, die Starreporterin von ProSieben. Meine Damen und Herren, und das fanden wir so toll. Deswegen haben wir Mechthild Greten nominiert für den Rab der Woche. Nominiert für den Rab der Woche für ihre tollen Leistungen als Reporterin ist Mechthild Greten. Ja, und jetzt haben wir leider ein kleines Problem gehabt, denn Mechthild Greten konnte heute persönlich nicht kommen. Deswegen, ja. Ja, aber keine Angst, meine Damen und Herren, deswegen machen wir eine Schaltung zu Mechthild.
Zu Mechthild Greten. Mechthild Greten, ich habe Sie jetzt für den Rat der Woche nominiert. Wie finden Sie das? Mechthild, Sie haben den Rat der Woche. Könnten Sie gewinnen heute? Hallo? Ja. 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 Wie finden Sie das? Mechthild! 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 Lass mal. Hat keinen Zweck mit Mechthild. Aber Sie können ja für Mechthild Greten abstimmen, wenn Sie meinen, dass Sie den Rat der Woche bekommen. Vielleicht kommt sie dann nächste Woche. Oder vielleicht machen wir nächste Woche wieder eine Schaltung. Ich weiß es nicht. Wir werden es mal probieren. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserem Titelverteidiger. Letztes Mal sensationell hier gewonnen. Mein Bruder Fritz Günther Raab alias Patrick Lindner. Und deswegen heute als Titelverteidiger wieder hier nominiert für den Raab der Woche. Patrick Lindner. Und hier ist er wieder. Tja, kaum eine Woche vergangen. Was machst du im Moment? Im Moment? Bist du hier, ja, aber was du. Wo kommst du gerade her? Ich komme aus München. Ich war heute im Studio. Ich habe Musikaufnahmen gemacht. Du machst gerade eine neue Platte oder was? Nein. Ich habe Musikaufnahmen für meine nächste Fernsehshow gemacht. Ah, die Patrick Lindner Show? Ja. Jetzt könntest du die doch die Fritz Günther Raab Show nennen, das wäre doch so. Eigentlich schon, ja. Wann ist die? Im Mai. Im Mai. Das heißt, du machst speziell nur für die Show Musikaufnahmen? Du singst da mit anderen Künstlern zusammen? Nee, ich habe heute einen Frank Sinatra-Block aufgenommen. Boah. Ja. Was war dabei? My Way, Strangers in the Night, ja. Cheek to Cheek, ja. New York. New York? Oh. Ja. Oh, mal testen. Mal testen, ob es kann. Ich weiß nicht, ob es kann, auf meinen Kollegen. Ich muss mal gerade. Okay, warte. Ja. Okay. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it in old New York. Vielleicht doch besser üben. Ja, hätten wir üben sollen. Ja, ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Weltmusik bei Patrick Lindner. Das ist ja nicht nur volkstümliche Musik, ist ja jetzt auch alles. Es ist alles. Alles. Ja. Gut. Wir haben von dir deinen ersten TV-Auftritt nochmal. Sollen wir nochmal reingucken? Dein allererster TV-Auftritt. Nee. Wie lange ist das her? 10 Jahre. 10 Jahre. Schauen wir nochmal rein. Die kleine Tür zum Paradies. Super, das hat mir damals sehr gut gefallen. Prost. Da hat alles angefangen für dich. Da hat alles angefangen, ja. Ja. Und wann gibt es wieder eine neue Platte von dir? Erst im nächsten Jahr. Achso, du hast auch noch keine Titel dafür geschrieben? Nee. Vielleicht können die Knockhartos ja noch einen für dich schreiben gleich. Vielleicht. Wollen wir mal schauen. So, meine Damen und Herren, ich glaube, wir können Patrick Lindner nicht gehen lassen, bevor er mit mir zusammen und natürlich Jeanette Baroness Lips von Lipstrill zusammen ein Lied. Kommen Sie doch noch mal nach vorne, Baronesse. Okay. Ja. Und zwar, ich habe extra ein Lied ausgesucht, wo gleichzeitig gesungen und gepfiffen werden kann. Ach was? Ja. Sie übernehmen den Pfeif-Part. Sie können nur im Stehen pfeifen, ist das richtig? Naja, ich kann mich auch setzen. Ja, dann setzen Sie sich, dann pfeifen. Schön. Dankeschön, mein Lieber. Darf ich mich an dein Knie festhalten? Aber natürlich. Test. Bist drauf. Oh. Okay, ja. Los geht's. Sie wissen Ihren Einsatz? Ja, ja. Ja, aber nicht verpfeifen. Okay. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
jetzt solo. Früher zu unserer Abstimmung, denn wir haben gleich noch Knorkator hier und natürlich die Wadahade Duddedada Videopremiere. Sie können jetzt abstimmen, 1, 2 oder 3. Wer soll heute den Preis, den goldenen Rat der Woche, mit nach Hause nehmen? Ich zeige Ihnen noch mal alle Kandidaten im Schnelldurchlauf. Und zwar hätten wir da Jeanette Baroness Lips von Lips Trill, dann Mechthild Greten von den ProSieben Kabel 1 Nachrichten und unseren Titelverteidiger vom letzten Mal, Patti Lindner. Bei uns ist eh sowieso jeder Gewinner. Wer den Preis mit nach Hause nimmt und nächste Woche wieder kommt, das entscheiden Sie jetzt. So, wenn Sie alle abgestimmt haben, dann können wir mal schauen, ob wir die Grafik sehen. Ich bin gespannt. Ha. Jeanette Mechthild. Oh, Mechthild fällt schon zurück. Es hat Jeanette Baroness von Lips Trill den Preis. Vielen Dank. Danke, nehmen Sie doch wieder Platz bei uns. Nehmen Sie Platz. Ja, meine Damen und Herren, ich muss mal kurz nach München schalten, denn da wartet mein Kollege Bulli auf mich. Bulli. Hallo, kannst Stefan. Du, hallo, kannst du mich hören? Was gibt's denn heute bei euch? Ja, Stefan, heute zu Gast, ich bin stolz, ein echter Hollywood-Superstar. Arnold Schwarzenegger. Hallo und Servus, Stefan Raab macht eine großartige Performance. Danke, Arnold. Außerdem zu Gast Antonio Banderas. Danke, Diana. Hier haben wir schon mal sein Brust-OP. Also bleiben Sie unbedingt dran. Ah. Lohnt sich. Bis gleich. Bulli direkt nach TV Total, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir. Ich habe mich entschlossen, Ihnen den Ehrenrab der Woche zu verleihen. Nicht nur für die spektakulärste Performance beim Grand Prix de la Chanson, sondern auch für den spektakulärsten und witzigsten Einspieler, in dem die Bands immer vorgestellt worden, wurden. Und deswegen schauen Sie sich bitte noch mal an, wie sich Knorkator vor ihrem Auftritt der Öffentlichkeit präsentiert hat. Und jetzt das Lied. Und deswegen heute Abend hier herzlich willkommen, Knorkator. Jetzt ist alles kaputt. Naja, beruhig dich. Tja,
ihr habt einen wirklich spektakulären Auftritt gehabt und in der Zeitung wurde über euch geschrieben, ihr seid so, seid ja eine ganz schlimme, böse Band. Aber ihr seid ja eigentlich, ich fand, ihr wart die Liebsten hinter der Bühne. Wir sind verkannt. Bitte? Wir sind absolut verkannt. Ihr seid total verkannt, das sehe ich auch so. Ja, also es macht natürlich Spaß, auch böse zu sein. Manchmal kann man das nicht so ganz durchhalten, deswegen haben wir uns hinter der Bühne ein bisschen relaxed und so, aber ach na ja. Ihr seid echt total lieb. Verderbe ich euch jetzt euer Image, oder was? Nee, das ist schon bisschen, okay. Ne? Also, ja. Du bist Alf? Mhm. Alf Arthur nennst du dich? Ja. Ja? Du bist Stumpen. Stumpen. Und du? Basti. Basti, ja. Und es stand über dich in der Zeitung, ja, du hättest angeblich mit stolz geschwellter Brust Visitenkarten verteilt, auf denen dein Geschlechtsteil drauf ist. Ich hab nämlich hier... Er hat mir auch eine gegeben. Hallo. Ich könnte es höchstens, meine Damen und Herren, ich zeig's Ihnen mal. Ich zeig's Ihnen mal ganz kurz. Achtung! Bullalarm! Puh! Ja. Wir gucken euch gleich noch mal ein Stück aus eurem Auftritt an und machen jetzt noch ein bisschen Werbung. Und dann sehen wir uns gleich wieder, meine Damen und Herren, mit dem Folgenden. Und zwar sehen Sie bei uns die Videopremiere von Bada Hade Dudeda und ein Stück von Knorkator. Und wir haben noch weitere Fragen. Das sehen wir alles gleich, wenn wir wieder da sind bei TV Total. Bis gleich. Knorkator! Und jetzt stand ja in der Zeitung, du hättest was ganz Böses gemacht, nämlich du hättest mit einem Baseballschläger die Orgel zertrümmert bei deinem Auftritt. Ja, also das ist eine Lüge. Es war eine Axt! Wir können uns ja gerade noch mal ein kleines Stück aus eurem Titel angucken. Ich werd Zunnschwein. Zunnschwein. Ja, das ist ein kritischer Titel über das, was passieren kann, wenn man genmanipuliertes Schweinefleisch isst. Mhm. Ja, das ist richtig, schauen wir noch mal rein, was da passiert ist am Freitag. Werd Zunnschwein. Ich werd Zunnschwein. Ich werd Zunnschwein. Ich werd Zunnschwein. Ja, aber man muss ja. Ich kann Sie beruhigen, meine Damen und Herren. Der Orgel ist nichts passiert. Ja? Ihr zertrümmert bei euren Konzerten gelegentlich Orgeln. Die sind aber euer Eigentum dann vorher schon. Ne? Ja, ja, wir kaufen die. Wir kaufen die. Und dir wurde vorgeworfen, du hättest auf der Bühne geraucht. Das sieht man, glaube ich, gar nicht. Doch, doch, man hat es gesehen. Man sieht es nicht. Doch. Aber man sieht es nur bei dieser Zusammenfassung. Das war von der Generalprobe. Ach, das war von der Generalprobe? Ja, ja, aber selbst das wäre doch nicht schlimm, weil 1950 hat doch schon Sammy Davis Jr. geraucht und gleichzeitig dabei gesoffen im Fernsehen. Ja, ist so. Da kann kommen, was will. Da kann selbst einer sagen hier... Ich finde das ekelhaft und widerlich. Ja, oder... Guck mal, die alte Sau. Das interessiert uns nicht. Ja? Oder vielleicht... Ich find's unter aller Sau. Ja, das war direkt nach eurem Auftritt. Haben die sich zusammengefunden und eine Pressekonferenz gegeben. Oh, oh. Ja. Als ich eure Musik zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich allerdings auch ein bisschen erschrocken. Ja? Aber man muss wissen, wie sie gemeint ist. Könnt ihr unplugged was spielen? Oh, was runtergefallen? Du bist der Gitarrist, ne? Words? Machen wir Words. Mach doch mal ein ganz liebes Lied. Ja. Words don't come easy to me. How can I find a way for me to say I love you? Words don't come easy. Words come easy to me. It is your words for me to say I love you. Words don't come easy. Die Schnotter. Meine Damen und Herren, Knorkator! Und deswegen kriegt ihr von mir
den goldenen Ehrenrat. Oh! Den bekommen Sie hier. Meine Damen und Herren, Locato. Locato, meine Damen und Herren. Mach's gut, tschüss. Locato. Locato. Die wirklich liebste Band hinter der Bühne, wie ich finde, auch vor der Bühne. Und meine Damen und Herren, jetzt gibt es hier bei TV Total eine Weltpremiere. Wir haben Ihnen seit Wochen immer wieder das hier gezeigt. Ja? Und ich habe mir gedacht, ich wollte unbedingt mitmachen. Und dann haben wir zufälligerweise, als wir das erste Mal bei uns in der Redaktion gesehen hatten, auch das hier. Hatte ich zufällig, Wadde hatte Dude da reingelegt in den CD-Spieler und hatte festgestellt, die tanzen genau auf Wadde hatte Dude da. Dann haben wir uns gedacht, okay, wie kriegen wir die Leute wieder zusammen? Und dann habe ich mich zurückgebeamt ins Jahr 1977 in den Palast der Republik in Ost-Berlin und habe da zusammen mit meiner Band ein Video gedreht. Und schauen Sie sich bitte, das war eine komplette Fernsehshow, die wir da aufgezeichnet haben. Schauen Sie sich bitte das hier an. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nun gibt es wieder Show und Musik mit Ihrem Entertainer Stefan Raab. Heute steht alles unter dem Motto Wadde, Hadde, Dude, Da. Viel Vergnügen. Ladies and Gentlemen, please put your bunchy hands together. Sensational! Super Sack of German Television, Stefan! Oh mein Gott! Es ging ihm wirklich! Er ging nach Amerika und sagte, wenn ich es dort schaffe, komme ich nie mehr nach Deutschland zurück. Und heute Abend ist er wieder hier! Wadde, hadde, dude, da. Wadde, hadde, dude, da. Und wenn ja, was hat er da? Hat er da was glatt oder hat er da was hart da? Hat er da was, was sonst keiner hat? Oder hat er da noch das, das, was er da hat? Das, was er da da hat, dann hat er nur mal da. Damals war ja gar nicht klar, dass das da war. Was das war, das war unklar. Und darum sagen wir doch mal bitte, was er hat, du bist da. Hadde, dude, da. Wadde, 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 dude, da, da. Hat han ich schon vor nem Jahr, nee, nee. Das war wieder dat, dat oder dat da. Wie dat, dat, wat war? Ich dachte, dat, dat, dat war. Wat, dat, dat war, das ist noch immer nicht klar. Und ob dat mat, glatt, glatt, satt oder was auch immer war. Dat, dat, dat war und wenn wat, dat, da war. Bitte, bitte, sag mal doch mal, wadde, hadde, dude, da. Hadde, dude, da. Wadde, 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 hadde, dude, da. War's. Schalten Sie doch auch das nächste Mal ein, dann unter dem Motto Hadde, Dude, Dedede.
Filme noch mal sehen wollen, heute um 0 Uhr, glaube ich, ist bei Viva Videopremiere. Ansonsten machen Sie es gut, vielen Dank und tschüss bis nächsten Montag.